Als ich gerade auf meinem Sitz gesessen habe, da habe ich mir gedacht, ich beginne genau mit diesen Worten. Beruflich sagt man mir immer, der Referent, der nach der Mittagspause dran ist, das ist immer die ärmste Sau, weil die Leute alle vor sich hin dämmern. Wolfgang ist der lebende Beweis dafür, dass er recht gehabt hat. Wir sind schon ein wenig verwirrt. Es ist schön, wenn man einen Prediger hat, von dem man weiß, dass er gerne lacht, nicht? Da habe ich mich gefragt, wie halte ich euch denn jetzt wach? Aber das brauche ich ja gar nicht, weil wir Christen sind ja immer hellwach, nicht? Nun ja, wenn wir einen Blick in Gottes Wort werfen, dann werden wir schnell merken, dass das nicht so ist. Wolfgang Bühne hat auf die schönen Biografien hingewiesen, die ich auch alle leidenschaftlich gerne verschlungen habe. Aber der eine Haken an den meisten Biografien ist, die Schreiber, die über diese Menschen schreiben, die haben ja nicht das Recht, Schlechtes zu schreiben. Und das ist auch gut und richtig so. Aber Gottes Wort ist schonungslos. Gottes Wort verschweigt uns nicht die negativen Seiten seiner Darsteller. Und das ist für mich immer eine unglaubliche Ermutigung. Das Thema Anfechtung in der Evangelisation fängt schon für mich an, da zwiespältig zu werden, weil ich mich frage, bin ich überhaupt ein Evangelist? Kann man überhaupt ein Evangelist sein, ein Prediger, ein Hirte? Kann man das so klar voneinander trennen? Und meine klare Antwort lautet, nein. Und ich erzähle euch auch gleich noch, wo ich angefochten worden bin und gemerkt habe, dass das gar nicht so ist. Denn das große Missverständnis ist da, dass wir glauben, Evangelisten sind so bestimmte Typen, die gut reden können, die auf einer Kanzel stehen, die vielleicht auf der Straße evangelisieren. Falsch. Der Herr Jesus hat uns eigentlich nur einen einzigen Auftrag gegeben. Predigt das Evangelium bis an die letzten Enden der Erde. Und das gilt nicht für die Apostel oder für die Evangelisten. Das gilt für uns alle. Selbst wenn da jemand ist, der überhaupt nicht reden kann. Nicht? Es gibt diese schöne Geschichte von Mr. Eternity, der in Sydney in Australien immer nur das Wort Ewigkeit auf die Straße gemalt hat. Weil sonst konnte er nichts. Der hatte als Ungläubiger den größten Teil seines Gehirns versoffen und bekehrte sich dann. Und weil er so wenig konnte, schrieb er mit Kreide, wohin er immer er konnte, das Wort Ewigkeit, Eternity. An diesem Beispiel, durch das Tausende zum Glauben gekommen sind, sieht man, jeder kann. Red dich niemals raus, ich bin nicht befähigt. Es gibt einen wunderschönen Satz, der lautet, Gott beruft nicht die Befähigten, er befähigt die Berufenen. Bist du also berufen, wird er dir die Fähigkeit geben, die du brauchst. Ich kann euch zig Christen aufzählen, die genau das berichten können. Gott hat mich fähig gemacht. Einer dieser Christen war John Nelson Darby. Der hatte auch gewisse Fähigkeiten. Auch eine schöne Biografie, könnt ihr sich aber Wolfgang kaufen. John Nelson Darby hat gesagt, ich erachte die Evangelisation als den glücklichsten Dienst. Und ich habe mich dann immer gefragt, ja, hat der eigentlich mal evangelisiert, der Mann? Wie kommt ihr auf sowas? Wisst ihr, wie viel Anfechtungen ein Evangelist durchstehen muss? Wie viel Zweifel, wie viel Angriffe er erfährt? Das kann doch wohl nicht richtig sein. Nun, ich bin sicher, Darby hat sich darauf berufen, dass im Himmel Freude ist über einen Sünder, der Buße tut. Und das gilt auch für uns hier auf der Erde. Wenn einer Buße tut, dann können wir uns freuen. Und das ist das Glückliche an der Evangelisation. Aber dem Glück geht meistens viel, viel Anfechtung voraus. Gegenwind. Ich sage das bei jeder Taufe, nicht? Letzte Woche durften wir in Bad Rothenfelden noch zwei Geschwister taufen, die auch hier sind heute. Freue ich mich drüber. Dann sage ich immer, wisst ihr eigentlich, dass das Bild der Wolke, diese Verse hat Wolfgang Bühne heute Morgen schon gelesen, das Bild der Wolke und des Meeres ein Bild der Taufe ist, und dass das Rote Meer durch einen Ostwind gespalten wurde und dass die Israeliten Richtung Osten mussten. Das heißt, Gott macht uns den Weg frei, aber das ist mit Gegenwind verbunden. Das steht ja auch über unserem heutigen Tag, nicht? Gegenwind. Und bevor wir beginnen, uns überhaupt mit evangelistischen Gedanken zu beschäftigen, macht es vielleicht mal Sinn, wenn wir uns zu diesem Gegenwind, der uns das oft so schwer macht und der auch oftmals uns das Gefühl gibt, dass wir gar nichts können,
dass wir uns mal kurz verdeutlichen, wer wir eigentlich sind. Und das steht in 1. Korinther 4, ein Vers, um zu zeigen, wer man ist, wenn man wie Paulus unterwegs ist, wenn man das Wort Gottes weitergeben möchte. 1. Korinther 4, Vers 10. Wir sind Toren um Christi willen. Da habt ihr es schwarz auf weiß. Mehr muss man gar nicht wissen. Toren um Christi willen. Nun, der Ungläubige würde jetzt sagen, ja, das ist ja mal ein schlechter Deal, nicht? Wenn ich Christ werde und ich bin nur noch ein Tor, ein dummer Mensch. Schlagt mal auf Apostelgeschichte, Kapitel 18. Da lesen wir etwas von einem Toren wie Paulus. Da heißt es in Kapitel 18, als sie aber in Vers 6, als sie aber widerstrebten und lästerten aufgrund der Botschaft, nicht? Wir lesen in Vers 5 am Ende, er bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus sei, als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen, euer Blut komme auf euren Kopf, ich bin rein, von jetzt an werde ich zu den Nationen gehen. Und er ging von dort weg. Diese Toren, die sind ganz offensichtlich auch mit einer Vollmacht ausgestattet. Wir müssen keine Duppenmäuser sein als Christen. Wir setzen auch Prioritäten. Und wir können das Evangelium bringen, indem wir den Menschen glasklar sagen, was wir glauben. Wir müssen nicht so verschüchterte kleine Leute sein, die ganz vorsichtig anfangen zu sagen, also eigentlich glaube ich gar nicht an die Evolution. Nein, ich glaube nicht daran. Seid ihr jetzt wach? Das kann man ruhig mit Nachdruck sagen, liebe Geschwister. Habt den Mut dazu. Macht euch lustig drüber. Die machen sich lustig über uns. Und wir wollen uns einige Verse aus Gottes Wort ansehen, wo Menschen angefochten werden und wo die Anfechtung in der Evangelisation liegt. Wenn man glaubt, man müsste in Afrika evangelisieren, weil da so viele Ungläubige sind, dem kann ich nur raten, guckt euch mal in unserem Land um. Dann wisst ihr, wo ihr evangelisieren müsst. Wir haben hier einen unglaublichen Bedarf an evangelistischen Christen. Und das sollten wir alle sein. Ihr braucht dafür keine Kanzel. Das kann man am Arbeitsplatz machen, das kann man auf dem Sportplatz machen, das kann man überall. Man kann das einbauen. Auf dem Sportplatz kann ich von den Kämpfen reden, von denen Paulus redet. Er redet von diesem Wettkampf. Es gibt unglaublich viele Worte in Gottes Wort für den Kampf. Athletis zum Beispiel ist eines dieser Worte. Das spricht von einem sportlichen Wettkampf. Man kann das überall einstreuen. Lasst euch das sagen. Nutzt die Gelegenheit. Wisst ihr, wie armselig Deutschland ist? Ich habe 28 Jahre lang als Drucker gearbeitet, bevor ich mich vor 10 Jahren selbstständig machte und auch mehr Freimütigkeit zum Evangelisieren bekam. Gott lenkte alle Wege in diese Richtung. Könnte ich jetzt einen langen Vortrag darüber halten, wie Gott zu uns geredet hat. Wunderbar. Und in der letzten Firma, in der ich als Drucker gearbeitet habe, da war ich 18 Jahre beschäftigt, da war auch eine Putzfrau angestellt. Mit der verstand ich mich ganz gut, die war nett. Wir haben nie viel geredet. Guten Morgen, tschüss und mal einen Witz gemacht, das war's dann auch. Aber irgendwann kamen wir auf das Geistliche. Ich weiß nicht warum, ich glaube, sie war krank, sie ist auch schon gestorben, obwohl sie etwas jünger ist als ich, habe ich zu meinem großen Bestürzen vor einigen Monaten gehört. Jedenfalls kamen wir plötzlich aufs Geistliche. Und dann habe ich ihr klipp und klar gesagt, was ich glaube. Dann habe ich ihr klipp und klar gesagt, was sie braucht. Dann habe ich ihr klipp und klar gesagt, die Werke, die retten dich nicht. Du brauchst Vergebung deiner Sünden. Und ihre Augen, die wurden immer größer. Und sie stand da völlig konsterniert und konnte gar nicht weiter putzen. Und schließlich sagt sie zu mir einen Satz, den ich meinen Lebtag nicht vergessen werde. Das hat mir noch nie irgendjemand gesagt. Da wisst ihr, wie es in unserem Land aussieht. Das hat ihnen noch nie jemand gesagt. Wir müssen nicht nach Afrika. Natürlich, wenn man dazu berufen ist, muss man das, nicht? Aber hier in diesem Land haben wir ein Evangelisationsfeld, wie wir es noch nie vorher hatten. Das hat mir noch nie jemand gesagt. Das läuft mir immer noch kalt den Rücken runter. Und ich habe mich auch gefragt, warum habe ich ihr das nicht eher gesagt? Wir kannten uns schon jahrelang. Lassen wir die Zeit nicht verstreichen. Kaufen wir die Zeit aus. Und sagen den Menschen, dass die Werke nicht maßgebend sind, sondern die Buße. Unsere Botschaft ist immer die gleiche. Wir predigen Jesus und ihn als gekreuzigt.
Wir wollen den ersten Vers aufschlagen zur Anfechtung in der Evangelisation im Philipperbrief, dem ersten Kapitel. Da lesen wir einen schönen Satz, der den Paulus betrübt haben muss, aber der darauf merkwürdig reagiert. Philipper 1, Vers 15. Einige zwar predigen den Christus auch aus Neid und Streit, einige aber auch aus gutem Willen. Diese aus Liebe, da sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums gesetzt bin. Jene verkündigen den Christus aus Streitsucht, nicht lauter, wobei sie meinen Fesseln Trübsal zu erwecken gedenken. Was denn? Wird doch auf alle Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch freuen. Bis dahin. Das ist eine merkwürdige Reaktion des Paulus auf eine Feststellung. Da gab es Geschwister, die haben gepredigt, das Evangelium, aber nicht lauter, nicht aus den Beweggründen, Menschen müssen gerettet werden, sondern weil sie sich gestritten haben mit anderen Gläubigen, weil sie neidisch waren. Kann man sich vorstellen, dass man neidisch ist im Evangelium? Soll ihr euch was bekennen? Ich bin manchmal neidisch, wenn ich zum Beispiel so alte Aufnahmen sehe von Billy Graham, wie der Fußballstadien gefüllt hat und mit einer unfassbaren Vollmacht das Evangelium predigte. Dann denke ich, warum kann ich das nicht? Das ist Neid. Und daraus kann ganz schnell eine Frustration werden. Und das ist Anfechtung in der Evangelisation. Es gibt aber keinen Grund, neidisch zu sein. Gott hat diesen Mann benutzt. Lass dich einfach auch benutzen. Dann gibt es auch Gemeinden. Leider ist meine eine von denen, die Evangeliumsverkündigung oftmals behindern. Durch ein Fehlverständnis von Absonderung. Die nicht verstehen, dass das Evangelium an alle Ungläubigen gerichtet ist. Und dann wird das ausgebremst. Ja, du musst dies und du musst das und das muss anders und dies muss so. Nein, mach deinen Job. Wenn Gott dir diesen Auftrag gegeben hat, dann mach ihn einfach. Und das kann für Anfechtungen sorgen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Neid und Streit. Der erste Punkt der Anfechtung in der Evangelisation. Paulus sagt in 1. Korinther 9 einen ganz bemerkenswerten Satz. Den möchte ich nochmal aufschlagen. Ich versuche da möglichst wenig euch blättern zu lassen. Aber es gibt so unglaublich viele Verse, die das Ganze unterstützen. Da steht ein Satz, der mich auch sehr bewegt. 1. Korinther 9, Vers 12. Da erklärt Paulus den Korinthern, dass er doch eigentlich ein Recht hätte, nachdem sie geistlich ihr Heil durch seine Predigt gefunden hatten, auch fleischlich von ihnen unterstützt zu werden. Also eine gewisse Einkunft auch von ihnen zu haben, um davon leben zu können. Aber er sagt wiederholt, das habe ich nie getan, da habe ich keinen Gebrauch von gemacht. Und dann heißt das hier, in 1. Korinther 12, 9, Vers 12, in der Mitte. Aber wir haben von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht, sondern wir ertragen alles, um dem Evangelium des Christus kein Hindernis zu bereiten. Liebe Geschwister, das ist ein Problem, wenn Gemeinden dem Evangelium des Christus ein Hindernis bereiten, weil sie in Streit und Neid sind. Und das kann dann ganz schön runterziehen, das Evangelisten. Du willst das Beste, du willst den Menschen das Wort Gottes sagen. Bei mir hat es vor 10 Jahren angefangen, als ich mich selbstständig machte und zu Gott gesagt habe, du willst mich benutzen, dann werde ich für dich den Anglern von deinem Wort erzählen. Dann habe ich Angler eingeladen, nicht? Auf meinen Berufsseminaren, die sind recht teuer, habe ich gesagt, das mache ich kostenlos und ich mache einen Deal. Das habe ich mir abgeguckt bei einem österreichischen Prediger, Walter Mauerhofer heißt der oder hieß der, ich weiß gar nicht, ob er noch lebt. Der hat jedenfalls Gartenbaubücher geschrieben und hat sich auch gesagt, wenn ich damit so einen großen Erfolg habe, dann werde ich Seminare veranstalten und ich werde den Leuten was über Gartenbau erzählen, aber anschließend werde ich sagen, jetzt predige ich noch kurz. Wer gehen kann, gehen will, kann gehen. Und ich habe mir gesagt, ich bin ein bisschen schlauer. Ich sage denen, ich predige erst und dann erzähle ich euch was über das Angeln. Und die Rechnung ist eigentlich immer aufgegangen. Da hat sich keiner getraut, später zu kommen. Nun ja, und ich bin natürlich auch nicht gemein, nicht? Ich mache kein komplexes theologisches Thema. Das Evangelium ist ganz einfach. Und was mache ich? Ich nehme den Fischzucht des Petrus und erzähle den Menschen, guck mal da, was der Herr Jesus aus diesem Mann macht. Und der will, dass auch ihr gerettet werdet, nicht?
Die Corona-Zeit hat das leider alles ein bisschen ins Hintertreffen geraten lassen, aber ich hoffe, wir können das bald wieder aufgreifen. Und dann sitzen da eben nicht 500 Gläubige und 4 Ungläubige, nicht? Sondern da sitzen da 100 Leute und davon sind 80 ungläubig. Und das siehst du dir manchmal auch an, nicht? Kaputte Typen. Richtig von der Straße teilweise. Du siehst, das Leben hat die gezeichnet. Und dann hören die auch plötzlich eine Botschaft und manchmal sitzen die da mit so großen Augen. Und du merkst wieder, das, was ich bei der Putzfrau gemerkt habe, das haben die noch nie gehört. Lasst euch nicht einreden, dass unser Land etwas vom Christentum weiß. Der Kirchenglaube, der darauf beruht, auf gute Werke zu bauen, der ist falsch. Aber was gibt denn jetzt Abhilfe? Wie kann man als Evangelist dem entfliehen? Neid und Streit. Ich beteilige mich an der Diskussion und sage, halt du mal erstmal deinen Mund. Du löst den Streit aus. Nein, wisst ihr, was hilft? Lass dir einfach machen. Paulus hat es gesagt, wir haben es gerade gelesen. Ertrage alles. Mach deinen Job. Ertrage, wenn sie über dich herziehen in deiner Gemeinde. Oftmals sind es die eigenen Geschwister, die einen angreifen und ausbremsen wollen. Bleib demütig. Werd einfach demütig. Ich weiß nicht, wer es heute Morgen gesagt hat, aber Demut heißt nicht, dass du deine eigene Persönlichkeit verleugnen musst. Demut heißt, dich einfach darunter zu stellen und zu sagen, ich mache meine Aufgabe, nicht? Ein wunderschönes Beispiel habe ich dafür an einem meiner ersten Tage kennengelernt, an denen ich diese Botschaft Anglern gebracht habe. Das war ein Missionswerk Bruderhand. Vielleicht kennen es einige von euch. Entstanden durch den Evangelisten Wilhelm Pahls. Und irgendwann war ich da auch mal zum Predigen eingeladen und dann habe ich den dann da tatsächlich getroffen. Der war noch viel unterwegs damals. Und dann habe ich mir den Wilhelm Pahls mal geschnappt, bin dahin, war mal Kaffee trinken nach der Predigt und dann sage ich, du Wilhelm, können wir uns mal kurz unterhalten? Und dann ist mir plötzlich aufgegangen, warum der beim Predigen so einen Erfolg hatte. Warum den so viele Menschen gehört haben. Und warum Gott diesen Mann benutzen konnte als sein Werkzeug. Das habe ich mich immer gefragt. Warum kann ich nicht sein wie Billy Graham? Warum kann ich nicht sein wie Wilhelm Pahls, der durch die ganze Welt reiste, um den Menschen das Evangelium zu bringen? Wisst ihr, wie das zustande kam? Warum der so benutzt wird? Warum Gott ihn zu einem wirksamen Werkzeug machte? Ich sage, Wilhelm, hast du mal kurz Zeit für mich? Da sagt er zu mir, ja, aber nur ganz kurz. Ich habe heute Küchendienst. Demut. Ein großer Prediger, durch den Tausende zum Glauben kamen. Ich habe nur kurz Zeit für dich, Bruder. Ich habe heute Küchendienst. Das hängt mir auch noch wie heute in den Ohren. Und da habe ich ihm kurz geschildert, was ich tue. Ich predige das Evangelium. Ich predige Himmel und ich predige Hölle. Was in den Kirchen völlig verloren gegangen ist. Predige die Hölle. Und dann hatten wir kurz geredet und dann hatte er Küchendienst. Dann musste er weg. Und dann bahnte ich mir so meinen Weg durch die Menge. Und plötzlich kommt er hinter mir hergehastet, packt mich an meiner Schulter und sagt mir ins Ohr, predige, predige die Hölle, Matze. Predige Himmel und Hölle. Und dann ging er weg und machte seinen Küchendienst. Das werde ich auch nie vergessen. Was für ein vollmächtiger Mann. Woher kommt also Vollmacht? Erste Lehre heute Abend. Wie können wir Anfechtungen von Neid und Streit begegnen? Demut. Lass sie reden. Ich ertrage alles. Glaub mir, das fällt mir nicht immer leicht. Das fällt mir nicht immer leicht. Ich habe aber in den letzten Wochen besonders gehadert mit diesem Thema und habe dadurch eine große Lehre gezogen aus David. Der flieht vor Saul und Saul will ihn umbringen. Und dann legt sich Saul ausgerechnet in der Höhle schlafen, in der David sich mit seinen Männern versteckt hat. Und dann sagen seine Männer, der Joab und die anderen Haudegen, die dabei waren, den hat Gott da jetzt vor dich hingelegt. Hau ihm einfach jetzt die Rübe ab. Du kannst ihn jetzt töten. Gott, dein Herr, hat ihn da hingelegt. Und das ist doch logisch, oder? Klingt das nicht logisch, dass Gott, der Herr, das so gegeben hat? Und David sagt, niemals. Ich werde den Gesalbten Gottes nicht anrühren. Und so versuche ich auch jetzt meine Geschwister zu sehen, wenn sie mit mir ins Gericht gehen. Wenn sie sagen, dies musst du so oder so oder so machen. Ich lasse die reden, aber ich rühre ihr Gewand nicht an. David hat nur ein Schnitzel von seinem Kleid abgeschnitten, um ihm zu beweisen, dass er ihn hätte töten können. Und dann heißt es da, und es schlug ihn sein Herz, nur weil er ihm ein Stück vom Gewand abgeschnitten hatte. Das ist unser Bekenntnis nach außen, das Gewand, nicht? Liebe Geschwister, lasst uns also nicht über andere urteilen. Wenn Gott euch eine Aufgabe gegeben hat, dann führt sie einfach aus. Und lasst euch nicht von Neid und Streit davon abhalten, sondern macht es wie Paulus. Ich freue mich. Das ist eine verrückte Aussage, oder? Ich freue mich. Hallo?
Evangelium aus Neid und Streit, ihm geht es nur um die Botschaft, das reicht ihm. Wir wollen einen zweiten Vers lesen aus dem Römerbrief, Kapitel 1. Römer 1, Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Bis dahin. Hier haben wir die nächste Anfechtung in der Evangelisation. Schämen um des Evangeliums willen. Was denkt ihr jetzt? Na, der da auf der Kanzel, der schämt sich doch wohl nicht des Evangeliums. Ein mutiger Mann, oder? Glaubt ihr das wirklich? Ihr glaubt gar nicht, wie viele Gelegenheiten ich habe, wo ich anschließend denke, Mensch, warum hast du deinen Mund nicht aufgemacht? Das war jetzt die Gelegenheit. War kürzlich bei einer Gefäßchirurgin, die mich untersucht hat aufgrund einer Erkrankung. Da fängt die an und fragt mich, Sie sind Journalist, für welche Zeitschrift schreiben Sie denn? Ich sage, die Fisch und Fang. Ach, Angler, da wären wir keine Freunde. Und dann fingen sie an zu lamentieren über die ganzen Umweltverstöße und die Angler und die Bösen, die Fleisch essen und Greta Thunberg ist die Größte. Und ich dachte, ich bin im falschen Film. Und dann sagt die zu mir allen Ernstes den Satz, das wäre eigentlich ein Fall, das der Ärztekammer zu melden. Die sagt allen Ernstes den Satz, wir sind sowieso viel zu viele auf diesem Planeten, wir brauchen mal wieder eine richtige Seuche. Und dann schickt die mich ins Krankenhaus, weil ich möglicherweise was Schlimmes hatte. Und da bin ich mit meiner Frau ins Krankenhaus gefahren. Und auf dem Weg dahin, da habe ich gesagt, weißt du was? Ich werde jetzt umdrehen und nach Hause fahren. Ich gehe jetzt joggen und dann trinken wir schön Kaffee zusammen. Ich werde nicht tun, was diese gottlose Frau sagt. Habe ich auch nicht gemacht. Gott hat die Dinge in der Hand. Heißt nicht, dass nicht ein Atheist eine gute Operation bei euch durchführen kann, wenn Gott ihn benutzt. Aber sowas zu hören von dieser Frau, ja? Und ich habe ihr dann gesagt, ich bin überzeugter Christ, ich bin Prediger, ich glaube das nicht, was sie sagen. Aber hinterher denkst du, Mensch, du hättest ihr was von dem Herrn erzählen müssen, du hättest dies sagen müssen, du hättest das sagen müssen. Glaub nicht, dass jemand davon frei ist. Ich auch nicht. Ja, ich habe ihr gesagt, was ich glaube. Aber ich hätte es noch viel intensiver tun müssen. Ich hätte ihr sagen müssen, dass Greta Thunberg diesen Planeten nicht rettet, weil es Gott ist, der die Gerichte über diese Welt schickt. Habt ihr Angst vor dem Klimawandel? Oh, der kommt. Aber wir brauchen dafür keine Angst zu haben. Guckt nach, Offenbarung 16, Vers 8 und 9. Die Sonne wird die Menschen verbrennen, heißt es da. Das wird kommen, Greta hat völlig recht. Nur das CO2 ist nicht schuld dran. Unsere Sünde ist es. Unsere Gottlosigkeit ist es. Das bringt die Gerichte über diese Welt. Schäme dich des Evangeliums nicht. Und Evangelium zu bringen, das ist auch nicht immer amüsant, nicht? Ich war vorgestern in Emden, meiner alten Heimatstadt, da war die Ruhrpott-Mission, die haben da eine Straßenevangelisation gemacht. Und ich habe gesagt, ich komme euch kurz besuchen, unterstütze euch im Gebet, vielleicht kann ich noch ein bisschen was beitragen, aber kaum ist man da aufgetaucht, hat man ein Mikro in der Hand. Da kommst du nicht raus aus der Nummer. Und dann habe ich dann da gepredigt auf der Straße. Und was da für merkwürdige Leute an einem vorbeilaufen. Manche klatschen zynisch Beifall, bravo, bravo. Manche schreien dazwischen. Manche fangen an, Gespräche mit dir anzufangen, wo du glaubst, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wie dumm sind die Menschen geworden. Das ist nicht einfach, da immer demütig zu bleiben, nicht? Aber das Evangelium, sich schämen, das ist hartes Brot. Ein Freund schrieb mich gleich an, ein Bruder, ich wäre dazu zu feige. Ich habe ihm geantwortet, ich auch. Das ist wirklich so. Man fühlt sich dabei nicht besser. Und man fühlt sich auch machtlos. Kommt so ein Obdachloser auf mich zu und sagt, er würde Musik machen und er hätte Welthits geschrieben. Ich sage, ja, alles klar. Und er hätte 30.000 Euro auf dem Konto. Gut, sage ich. Kennst du denn auch die wirkliche Botschaft? Ja, ja, er würde jeden Tag mehrere Stunden beten auf den Knien. Erstmal ist es ja egal, zu welchem Gott ich bete, sagt er. Ich sage, Moment, das ist überhaupt nicht egal. Doch, Allah oder das ist alles, ich sage, das ist überhaupt nicht egal.
Wenn mein Gott sagt, er schickt seinen Sohn Jesus Christus, der Gott ist und Mensch wird und dennoch Gott bleibt, dann ist da kein Spielraum dafür, dass Allah Gott ist. Das ist nämlich für die Muslime eine Gotteslästerung, sowas zu behaupten. Da wurde er dann auch schon ruhiger, nicht? Aber dann sagt er mir, ja, er würde das Vaterunser jeden Tag mehrmals beten, als er ja merkte, dass ich auf den christlichen Glauben hinaus wollte. Aber einen Satz lasse ich immer weg, sagt er. Ich sage, welchen Satz lässt du denn weg? Ja, unser täglich Brot gib uns heute, weil Geld habe ich genug auf dem Konto. Ich sage, okay, was ist, wenn morgen kein Brot mehr da ist? Was ist, wenn die Inflation eine Hyperinflation wird und deine 30.000 imaginären Euro überhaupt nicht mehr vorhanden sind? Du verstehst nichts, sagt er und haute ab. Und dann fragst du dich anschließend, habe ich jetzt meine Zeit verschwendet? Vielleicht. Aber wir müssen tun, was wir tun müssen. Vielleicht bleibt das eine oder andere Wort hängen. Und es gibt doch noch irgendeine Entscheidung für den Herrn Jesus Christus. Schäme dich des Evangeliums nicht. Eine große Gefahr gibt es, wenn man sich des Evangeliums schämt. Ich habe schon erzählt, dass oftmals Christengemeinden ihre eigenen Evangelisten ausbremsen können, entmutigen können, niederdrücken können mit irgendwelchen gesetzlichen Fragen. Ich habe zum Beispiel auf der Straßenevangelisation eine Mütze aufgehabt. Das war sehr kalt und da war so ein eisiger Wind und man soll mit unbedecktem Haupt lehren. Ich habe da ein Tuch aufgehabt. Ich habe eine Glatze, geht nicht anders. Sonst hätte ich hier heute vielleicht eine heisere Stimme gehabt. Ne? Das wäre noch schlimmer gewesen. Aber liebe Geschwister, versteht ihr, solche gesetzlichen Dinge bringen uns nicht weiter. Ja? Und da ist es ganz wichtig, wenn da Entmutiger dabei sind, die euch wirklich runterziehen. Ja? Wisst ihr, was man dann tun muss? Ich lese euch mal einen Vers vor aus 5. Mose 20. Und die 5. Mose 20, Vers 8. Und die Vorsteher sollen weiter zum Volk reden und sprechen, wer ist der Mann, der sich fürchtet und verzagten Herzens ist? Er gehe und kehre in sein Haus zurück, damit nicht das Herz seiner Brüder verzagt werde wie sein Herz. Versteht ihr? Das steckt nämlich andere an. Das ist im Neuen Testament auch passiert. Da ist der Markus, der Johannes Markus, hat sich einfach abgesondert von Paulus und Barnabas. Der war denen als Diener dabei und hat gesagt, nee, ich habe keine Lust mehr. Ich weiß nicht, ob der Heimweh hatte oder frustriert war. Er ist einfach abgereist. Und später sagt Paulus, den nehme ich nicht mehr mit. War Paulus so hartherzig? Nein, Paulus wusste, der kann auch andere runterziehen. Das ist die Gefahr, die dabei ist. Du ziehst andere mit runter. Und da muss man auch mal knallharte Entscheidungen treffen und sagen, nee, du kannst nicht mit uns gehen, tut mir leid. Erst wenn du Buße getan hast und wirklich willst, dass du einen Neuanfang mit dem Herrn machen kannst. So hart kann manchmal die Evangelisation sein, nicht? Wir haben es heute Morgen auch bei Wolfgang gehört, nicht? Von Judas. Judas war der, der als erstes das sagte. Warum ist diese Salbe nicht für 300 Denare verkauft worden? Und dann steckt er die anderen Jünger an und alle reden plötzlich mit. Das ist der Sauerteig, der sich durchfrisst wie ein Krebs, sagt Paulus. Und das ist gefährlich, nicht? Schämen des Evangeliums willen kann ganz gefährlich sein. Wir lesen einen Vers aus 1. Thessalonicher 2. Der nächste Punkt der Anfechtung in der Evangelisation. Erste Thessalonicher 2, Vers 4. Wie wir von Gott als bewahrt befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir nicht, um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Das ist die nächste große Gefahr. Reden wir, um Menschen zu gefallen? Wollen wir unsere Worte so ausfeilen, dass die Menschen Juhu schreien? Manchmal hört man ja auch unter Christen Applaus, nicht? Gut, wenn ein Chor schön gesungen hat, ist das völlig in Ordnung. Aber ich kann mich nur Paul Washer anschließen. Ich bin nicht hergekommen, um Applaus zu kriegen. Auch unter Christen nicht. Da kann ich auch für Widerstände und für Anfeindungen sorgen. Aber ganz wichtig ist zu verstehen, dass man nicht Menschen gefallen sollte, sondern Gott. Ich habe das gerade kürzlich in unserer eigenen Gemeinde so krass erlebt. Da ist ein Bruder, der ist zu 100% auf meiner Seite in einigen bestimmten wichtigen Punkten, die die Gemeinde gerade spaltet. Der ist zu 100% auf meiner Seite, aber nur, wenn er mit mir alleine ist. Wenn wir vor anderen sind, weiß er davon nichts mehr. Und das ist ganz gefährlich, nicht? Das ist zwar nicht das Evangelium, aber das zeigt, dass wir auf keinen Fall Menschen gefallen sollten, sondern Gott. Das ist unser Ziel. Wir sollten Gott gefallen. Dann Paulus begründet das auch hier.
Denn Gott prüft unsere Herzen. Welcher Mensch kann denn mein Herz prüfen? Gott ist es, der die Herzen prüft. Und darum sollten wir nicht Menschen gefallen, sondern Gott. Und das bewirkt auch, dass wir eine neue Blickrichtung kriegen. Kennt ihr den Spruch? Das Leben ist kurz, also genieße es. Der dümmste Spruch, den es gibt. Denn die Ewigkeit, die ist nicht lang, die ist ewig. Die kann man nicht in Zeit messen. Das ist ein ewiger Ist-Zustand, ohne Anfang und ohne Ende. Du denkst ernsthaft darüber nach, dieses kurze Leben zu genießen? Ich hatte einen Schwager, der kürzlich verstorben ist, der von Gott nichts wissen wollte, bis zum Schluss. Das war ein Mann, vor dem hättet ihr alle den Hut gezogen. Mega erfolgreich. Kleiner Elektriker gewesen, hat sich hochgearbeitet und schließlich eine eigene riesige Firma gehabt. Wir reden da von Millionen. Am Ende ließ er sich von seiner Frau Geld auf die Intensivstation bringen. Kann mir mal jemand erklären, was man mit Geld auf der Intensivstation will? Das ist das, was passiert, wenn wir auf uns selbst fixiert sind und auf das Hier und Jetzt. Und wenn du nicht Menschen gefallen willst, sondern Gott, dann siehst du plötzlich ein ganz anderes Ziel vor Augen. Und du vergisst dieses ganze Jetzt. Und solche Dinge machen es dir besonders krass deutlich, nicht? Und wenn du dann siehst, wie so seine Habseligkeiten, sein heiliger Wagen und das, was er so besessen hat, plötzlich so alles verteilt wird und alles verschwindet, nicht? Wie bei so einer Haushaltsauflösung, einfach weg. Dann siehst du, von dem Leben bleibt am Ende nichts übrig. Was für ein Frust. Liebe Geschwister, schauen wir gerade in der Evangelisation nach oben, dann wissen wir, wofür wir diesen Dienst machen. Weil wir schon spät dran sind, überspringe ich jetzt mal schnell zwei Punkte hier. Ich möchte noch ganz kurz auf den Propheten Jona kommen, aber eine Sache von dem Paulus ist mir noch besonders wichtig. Und die finden wir in Galater 1, das möchte ich unbedingt noch lesen, weil das in unsere Zeit passt. Und so unglaublich aktuell ist. Das ist nämlich die Anfechtung des falschen Evangeliums. Erst Galater 1, Vers 6. Ich wundere mich, dass ihr so schnell von dem, der euch in der Gnade Christi berufen hat, zu einem anderen Evangelium umwendet, das kein anderes ist. Nur, dass einige da sind, die euch verwirren und das Evangelium des Christus verdrehen wollen. Aber wenn auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium verkündigte, außer dem, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn euch jemand etwas als Evangelium verkündigt, außer dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Da sieht man wieder die Vollmacht eines Paulus, nicht? Das sind harte Worte an Gläubige in den galatischen Landschaften. Er sei verflucht. Anderes Evangelium. Werke über Buße. Das, was die Putzfrau nie verstanden hatte. Weil die Kirchen sagen, sei ein guter Mensch, dann kommst du schon gut durch vor Gott. Das ist ein falsches, ein anderes Evangelium. Es gibt viele falsche Evangelien. Ich könnte euch eine ganze Liste jetzt sagen, aber wir wollen jetzt nicht so viel Zeit damit verbringen. Aber nehmen wir mal so als Beispiel. Ich kriegte so eine Zuschrift vor einiger Zeit von einer Frau, die schrieb, sie sind überhaupt kein Christ, weil sie den Sabbat nicht halten. Ja, es gibt viele Christen, die kommen auf so eine Sabbathaltepraktik zurück. Sie holen das Gesetz zurück in die Gnade und dann behaupten sie, du bist gar kein Christ. Die zeigen dann so mit dem Finger auf dich, nicht? Und sagen das auch klipp und klar. Wie lautet denn noch das Evangelium? Wir verkündigen Christus und ihn als gekreuzigt. Jesus Christus als gekreuzigt. Das ist unsere ganze Botschaft. Und dann kommt hinten dran im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, der Satz, den Juden an Ärgernis. Ein Skandal steht da im Griechischen. Skandalon. Wir sind den Menschen ein Skandal mit der Botschaft, die wir haben. Und nie hat man das so deutlich gemerkt wie in unserer Zeit. Weil die Menschen das nicht mehr wollen. Ich habe schon gesagt, es gibt so viele Dinge, die bei uns als Fakt verkauft werden. Wir alle stammen vom Affen ab. Wir sind aus dem Nichts entstanden. Einfach so, zufällig. Da kann man gegenhalten. Da kann man klar und deutlich sagen, dass, manchmal sage ich auch, ich bin eigentlich ein Ungläubiger. Weil mir fehlt der Glaube für die Evolutionstheorie. Nicht? Da braucht man so viel Glauben für, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und was hilft?
gegen ein anderes Evangelium. Ich muss wieder auf Wolfgang Bühne kommen. Der hat heute diesen kurzen Abschnitt der letzten Versuchung des Herrn Jesus bei dem Teufel gelesen. Der Herr Jesus konnte antworten mit: Und wiederum steht geschrieben. Da kann ruhig ein Christ kommen und sagen: Du bist gar kein Christ. Oder ein vermeintlicher Christ. Du bist gar kein Christ. Du hältst den Sabbat nicht. Dann sagst du: Und wiederum steht geschrieben. Das Gesetz ist erfüllt. Christus ist das Ende des Gesetzes. Wir leben unter Gnade. Und wenn die diese Verse nicht gelten lassen, lasst sie. Ich möchte jetzt noch einen harten Schnitt machen in den Propheten Jona, weil wir finden da 7 Punkte der evangelistischen Vorgehensweisen, gerade bei Jona, diesen bockigen Propheten. Und es gibt da auch schöne Hinweise darauf, wie die Anfechtungen in der Evangelisation aussehen können und wie wir damit umgehen sollten. Jona war bekanntlich ein ziemlich bockiger Mann. Dem passte der Auftrag Gottes nicht. Und da können wir schon sehen, dass unser eigenes Ich, unsere alte Natur uns oftmals daran hindern kann, unseren Job zu machen. Jona war gesetzlich. Er berief sich ja auf Worte Gottes innerlich. Denn Gott hat ihn nicht nach Israel geschickt, wie alle anderen Propheten. Er war der Einzige, der ins Ausland geschickt wurde. Nach Ninive, in eine gottlose Stadt, eine Stadt voller Götzendiener. Und Jona sagt: Nee, das mache ich nicht. Manchmal wird den Kindern in der Sonntagsschule so erzählt, Jona hätte keine Lust auf den Auftrag gehabt. Er war zu faul oder wie auch immer. Ich glaube nicht, dass Jona faul war. Nicht? Im Buch der Könige lesen wir, dass Jona eine wunderbare Vorhersage machte, die auch eintraf. Er war ein Mann Gottes. Aber ihm passte es nicht, dass Gott solche begnadigen wollte, die nicht zum Volk Israel gehörten. Das war das Problem, was Jona hatte. Und darum geht er eigenmächtig weg. Und interessant im Buch Jona ist das, was für uns heute auch alle ganz wichtig ist: Gott ist der Handelnde. Studiert mal das Buch Jona, wie Gott da handelt. Gott handelt von Anfang bis Ende. Er hat das erste Wort, er hat das letzte Wort. Es ist immer nur Gott, der handelt. Mit Jona sieht man eigentlich fast nichts. Da passiert eigentlich gar nicht viel. Er flüchtet einfach nur. Und jetzt das Evangelium. Wisst ihr, unser Evangelium wird auch von unserem eigensinnigen Kopf, wie ein Jona ihn hatte, behindert. Und hier haben wir wieder so ein Beispiel, wo Gottes Wort die Schattenseiten seiner Männer Gottes nicht verschweigt. Was Jona für ein schräger Vogel war, nicht? Auch das hat Wolfgang Bühne gesagt. Was sind wir für schräge Vögel, wir Gläubige, nicht? Ich habe nirgends in keinen Kreisen so schräge Vögel kennengelernt wie unter Christen. Aber genau das sagt Paulus auch in 1. Korinther 1. Das Unangesehene, das Verachtete, das Schwache, das hat Gott auserwählt. Ja, bin ich vielleicht besser? Ich bin auch so ein schräger Vogel, sind wir alle. Und Jona, der bekommt einen Auftrag, dem er sich verweigert, und entsprechend trifft ihn das Gericht Gottes. Und der erste Satz, den Jona überhaupt spricht in diesen Propheten, den lesen wir in Vers 9. Da stellen ihn die Menschen zur Rede und fragen ihn: Was ist dein Beruf? Woher kommst du? Aus welchem Land kommst du? Weil das Los auf ihn gefallen war. Und dann sagt Jona, Vers 9: Ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Und die Männer fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zu ihm: Was hast du da getan? Jona wird zur Rede gestellt und beginnt mit einem wunderbaren Zeugnis. Ich bin ein Hebräer. Übertragen auf uns, stellt man euch zur Rede: Woher kommst du? Wer bist du? Was machst du? Ich bin ein Christ. Und dann ganz wichtig, gerade in Bezug auch auf die Evolutionstheorie: Und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Und ich glaube, deswegen wird sich heute keiner mehr fürchten, nicht? Die Männer fürchteten sich mit großer Furcht. Sie hatten wahrscheinlich vieles von den Wundertaten des Gottes der Juden gehört, des Gottes der Hebräer. Darum fürchteten sie sich. Was für eine Anfechtung haben wir in der Evangelisation in diesem Punkt? Nun, zunächst mal ist es heute schwer geworden, Gott als den Schöpfer zu bekennen, weil die Wissenschaft ja alles besser weiß, nicht? Man kriegt da viel mehr Anfeindung als für alles andere. In meinen Sonntagsfilmen, die ich im Internet veröffentliche mit einer evangelistischen Botschaft, da habe ich schon so manches Mal dieses Thema der Wissenschaft aufgegriffen. Und die Menschen, die lachen dich aus, als wärst du gerade einer geisteskranken Anstalt entflohen.
wenn du sagst, ich glaube an den Herrn, den Gott des Himmels. Und wenn du sagst, das, was die Wissenschaft da erarbeitet, das verändert sich ja ständig. Wie denkt ihr denn darüber? Ja, das sind immer neue Erkenntnisse. Sag ich, Moment mal, wie alt ist denn die Erde? Ja, 4,6 Milliarden Jahre. Sag ich, ja, warum war das denn noch vor 30 Jahren oder in den 60er Jahren? Da war es noch die Hälfte. Und um die Jahrhundertwende davor, um 1900, da waren das noch sehr viel weniger, ich glaube 2 Millionen Jahre. Und im Jahr 1770 glaubte die Wissenschaft, nicht die Kirche, die Wissenschaft, die Erde sei 70.000 Jahre alt. Was also willst du mir jetzt erzählen? Dass das Fakt ist, was sich ständig verändert? Und dann willst du mir erzählen, das sind neue Erkenntnisse? Das sind überhaupt keine neuen Erkenntnisse. Wisst ihr, was die einzige neue Erkenntnis ist, die man gewinnt? Dass das Leben immer komplexer ist, als man dachte. Es wird immer komplexer, je mehr man es erforscht, je mehr man in die Tiefen des Weltalls geht. Jetzt haben sie gerade wieder ein neues Teleskop rausgeschossen. Habt ihr das gelesen? Da haben sie wieder festgestellt, oh, das ist doch noch viel größer, als wir dachten. Und ich sage euch was, die werden nicht zum Ende kommen. Die können hochschicken, was sie wollen. Gott hat das Weltall nicht so gemacht, dass wir irgendwann merken, oh, das ist zu Ende. Das ist nicht zu Ende. Sicherlich ist das Weltall geschaffen und es ist auch zu Ende irgendwo. Aber wir werden dieses Ende nicht mehr erforschen können. Und jetzt gucken wir in die kleine Materie, auf die Atome, dann merken wir plötzlich, Mensch, das kleinste Teilchen kannst du ja doch spalten. Und nicht nur das, da ist auch eine unfassbare Menge Energie drin. Und nicht nur das, man kann viele Dinge gar nicht erklären, warum die überhaupt zusammenhalten. Wir wissen es, Kolosser 1, alle Dinge bestehen zusammen durch ihn, Punkt. Man weiß vieles überhaupt nicht und das verkaufen die mir als Fakt. Und da habe ich als Christ das Recht zu sagen, dieses Wort hier hat sich nie verändert. Und immer wieder bestätigt sich, dass das die Wahrheit ist. Immer wieder bestätigt sich, dass hier die Wahrheit geschrieben steht. Meine liebste Stelle neuerdings habe ich gerade schon zitiert. Offenbarung 16, Vers 8 und 9. Die Sonne wird die Menschen verbrennen. Das merken wir, dass es langsam näher kommt, nicht? Unglaubliche Dürren, nicht? Ich sah in der letzten Woche eine Reportage über einen See in Rumänien. Der ist komplett ausgetrocknet. Das ist noch nie passiert. Solange man denken kann, ist noch nie passiert. Ja, es wird trockener, wie bei Elia. Es wird heißer. Und es wird auch so heiß, dass sich die Zungen zerbeißen werden. Das steht in der Bibel. Und dann sage ich den Leuten, aber das ist nicht das Problem, das ist nicht das CO2, nicht? Das Problem ist unsere Schuld vor Gott, die wir nicht einsehen wollen. Darum werden diese Gerichte kommen. Und die sind keine Option. Die sind in der Offenbarung als Fakt beschrieben. John MacArthur hat mal gesagt, es ist kein Kavaliersdelikt, dem Schöpfer seine Schöpfung abzusprechen. Stell dir mal vor, wer hat denn heute Morgen hier die ganzen Stühle aufgestellt? Oder da hinten den Büchertisch? Und ich würde jetzt sagen, ja, das waren keine Brüder und keine Schwestern, das war schon vorher da. Dann wären die aber ziemlich beleidigt, oder? Das ist ja schließlich Arbeit. Ja, wenn Menschen schon beleidigt sind, was glaubt ihr, tut ihr dem Schöpfer an, wenn ihr behauptet, das ist gar nicht von dir, das war schon vorher da. Das ist kein Kavaliersdelikt. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Das ist dann mein Satz an diejenigen, die das sagen. Und ganz wichtig hier bei Jona ist das, was dann in Vers 11 kommt, in Vers 12. Da fragen sie, was sollen wir mit dir tun? Und in Vers 12 sagt er, nehmt mich und werft mich ins Meer. Ganz wichtig für uns in der Evangelisation. Sei bereit zu sagen, dass du genauso schuldig bist wie jeder andere. Nimm mich und wirf mich ins Meer, Marie auch manchmal sagen zu den Ungläubigen. Ich bin nicht besser als du. Ich erzähle immer so gern die Geschichte von meinem Müller, den ich kennenlernte, die kennen viele schon, die meine Predigten kennen, weil ich die immer wieder gerne mal erzähle. Ich habe früher Hühnerfutter gekauft bei einem Müller und das sind meistens so ein bisschen raue Kerle, nicht? Und da hatte ich so einen Aufkleber in meinem Wagen. Ich bin überzeugter Christ. Und dann packt er so seinen Sack da so in meinen Wagen, guckt auf den Aufkleber, packt mich an der Schulter und sagt, was ist denn ein überzeugter Christ? Ich bin selten um Worte verlegen, nicht? Ich kann mich eigentlich recht gut ausdrücken. Aber ich Was sage ich jetzt? Dann sagte er, ein begnadigter Sünder. Und ich, oh, ein Glück, ein Bruder. Ja, liebe Geschwister, das kann man erleben, wenn man sieht, dass man miteinander verbunden ist. Ja? Was ist ein Christ? Sagt den Menschen, dass ihr schuldig seid. Ich bin immer wieder schuldig. Sagt den Menschen, dass ihr Gott unterworfen seid und nur deswegen in den Himmel kommt, weil ihr begnadigt wurdet. Jona tut das hier völlig bereitwillig, nicht? Werft mich ins Meer, ich habe es nicht anders verdient. Und was passiert dann? Gott rettet ihn. Das Zeichen Jonas, von dem der Herr Jesus später redet. Ich glaube, die Zeit rennt mir weg. Wie viel habe ich noch? Ich habe keinen Rufer hier, ne? Gut, dann mache ich weiter.
Versteht ihr, liebe Geschwister? Lassen wir uns motivieren, den Menschen zu sagen, dass wir auch schuldig sind. Eine ganz wichtige Lehre noch bei Jona, die sieht man auch da, dass auf Sünde immer Gericht folgt. Wisst ihr was, von diesen Seeleuten hier, nicht? Davon bin ich überzeugt, werden wir einige im Himmel sehen. Hier steht, dass sie anbeteten. Hier steht, dass sie sich fürchteten mit großer Furcht. Sie schlachteten dem Herrn Schlachtopfer, das ist eine Form der Anbetung, und taten Gelübde. Vielleicht ist da ein oder andere dabei, den wir da sehen werden. War das Jonas Absicht? Hat er vorgehabt, den Seeleuten zu predigen? Nein, das ist Gottes Handeln, nicht? Und da kommt noch was ganz Gefährliches. Wenn wir predigen, Umkehr und Vergebung ist möglich, dann müssen wir lernen, dass wir Anfeindungen und Anfechtungen bekommen, weil die Menschen nicht mehr glauben wollen, wenn du ihnen sagst, es gibt nur einen Weg und der heißt Jesus Christus. Dann hast du ein Problem. Die Anfeindungen werden heftiger, nicht? Nun, Schwester Birgit, die sitzt ja auch hier mit ihrem Mann, die hat mir letzte Woche noch ein Foto geschickt von einem Auto von Freunden mit einem großen Aufkleber, also richtig groß, über die ganze Seite, Jesus lebt, und mit 3 zerstochenen Reifen. Die Anfechtungen werden härter. Guckt in den Bundestag, guckt ans Berliner Stadtschloss, wo jetzt der wichtigste Vers, die beiden wichtigsten Verse, ein Journalist schrieb, die Verse haben ja auch nichts miteinander zu tun, nicht? Die sind völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Wirklich? Wer war es? Friedrich Wilhelm IV., wie hieß er, der das da hingehängt hat? Es ist in keinem anderen das Heil, einer meiner wichtigsten Verse überhaupt in meiner evangelistischen Tätigkeit. Es ist in keinem anderen das Heil. Und das Zweite, jedes Knie wird sich vor ihm beugen. Das hat nichts miteinander zu tun. Nur wer ihn als Heil annimmt, der beugt seine Knie hier für ihn. Und der, der verloren ist, der wird dort seine Knie vor ihm beugen müssen. Aber keiner ist da, der nicht vor Christus auf die Knie fallen wird. Und das wird heute abgestritten, das wird zugehängt oder überstrahlt oder was immer Sie vorhaben. Und die neueste Meldung von vorgestern, dass Frau Baerbock ein Kruzifix in Münster aus dem Raum entfernt, in dem der G7-Gipfel stattfindet. Seht ihr, wie die Anfechtungen härter werden? Seht ihr, wie der Gegenwind stärker wird? Einmal sagt Gott zu Jeremia, wenn du, da beklagt sich Jeremia, nicht? Ich habe am letzten Sonntag eine Predigt gehalten über das Hadern mit Gott. Und dann beklagt sich Jeremia, der hadert mit Gott. Und dann sagt Gott zu ihm, Jeremia, wenn du mit Fußgängern nicht Schritt halten kannst, wie willst du dann mit Pferden wetteifern? Das bedeutet, wenn du dich jetzt schon beklagst, weißt du, was noch kommt? Wenn wir uns jetzt schon beklagen, denn noch geht es uns allen gut, dann haben wir ein Problem, weil wenn wir jetzt nicht lernen, den Namen des Herrn Jesus Christus offen zu bekennen, dann werden wir, wenn es noch dicker kommt, es nicht schaffen, liebe Geschwister. Halten wir mit Fußgängern Schritt, dann schaffen wir es auch, mit den Pferden wettzueifern. Gott zeigt es im Buch Jona. Heute ist man intolerant, wenn man nur einen Weg predigt. Jona sagt, dem Herrn, dem Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Davon gibt es nur einen. Da gibt es nicht 2 Götter, die das gemacht haben. Nur einen. Und dann bist du heute schon verloren. Du darfst nicht nur einen predigen. Du musst noch mindestens 5 andere Wege bereit haben. Ein amerikanischer Prediger hat mal gesagt, wenn es 48 Wege zu Gott gäbe, dann würde ich 48 Wege predigen. Aber es gibt nur einen. Das ist unsere Botschaft. Und da können wir uns ruhig sagen lassen, dass du intolerant bist. Ich sage mal, wenn ich ein Mittel gegen Krebs gefunden habe, sagen wir mal, das ist eine Aspirin und ein Löwenzahn, das musst du jeden Tag essen, dann ist der Krebs weg, ohne Nebenwirkungen. Ja, dann kann ich auch nicht sagen, ja gut, aber ich nehme lieber eine Baldrian und einen Löwenzahn. Ja, das hilft dann aber doch nicht. Du kannst dir das doch nicht beliebig zusammenstellen. Wenn ein Heilmittel hilft, dann musst du das auch so nehmen, wie es ist. Und das heißt Jesus Christus, nicht? Umkehr und Vergebung ist möglich. Und dann kommt das nächste Problem bei Jona. Er kommt nach Ninive rein und fängt an zu predigen. Und dann wird Jona wieder ungehalten, weil er merkt, dass Gott tatsächlich diese Stadt begnadigen will. Jona hatte sich überlegt, wenn ich da jetzt reingehe und predige, dann habe ich meinen Job gemacht und dann lässt Gott Feuer und Schwefel vom Himmel regnen, so wie auf Sodom und Gomorra, und dann ist die Stadt umgekehrt. Das war ja auch seine Botschaft. Dann ist Ninive in 40 Tagen umgekehrt. Das untere nach oben.
Und dann passierte das nicht. Ach, was ist unser Gott für ein fantastischer Gott, nicht? Der dann einen Baum wachsen lässt und ihn über Jona Schatten gibt, um ihn, Vers 6 in Kapitel 4, von seinem Missmut zu befreien. Hat der Jona das verdient? Ach, ich kann euch sagen, liebe Geschwister, wenn Gott mit mir nicht auch so handeln würde, ich wäre verloren. Immer wieder baut Gott uns durch Dinge auf, aber dann zeigt er uns auch, dass dann auch ein Wurm kommen kann, nicht? Und das zeigt uns wieder, Gott schickt Gutes wie Böses, auch in der Evangelisation. Es passiert einem Gutes und Böses. Da ist mal jemand, der sich bekehrt, da ist auch mal jemand, der sagt, dass er sich bekehrt, das habe ich auch erlebt, ein Zuhälter, der gebetet hat, mit dem ich im Gefängnis war, ein Mann, der wirklich aus dem Dreck kam, der den Herrn Jesus bekannte, und jemand merkte ich, der will mehr von mir, der will Angelgeräte, der will am liebsten Geld, der will dies und das. Und irgendwann entpuppte sich dieser ganze vermeintliche Glaube, der hat seine gesamten Prostituierten, hat er weggeschickt, das entpuppte sich als Windei. Und er fiel wieder in genau dieselben Sünden zurück, sitzt, glaube ich, mittlerweile sogar wieder im Knast. Das ist frustrierend, nicht? Aber dann erlebst du auch manchmal, wie wirklich Menschen sagen, ich habe mich bekehrt. Das habe ich mal bei einem in Berlin erlebt, der sich auf einer meiner Evangelisationen dort dann entschieden hat, dem Herrn nachzufolgen. Und 2 Jahre später meldet er sich, ich habe mich taufen lassen. Und dann freust du dich. Seht ihr? Und diese Dinge, die hängen eng zusammen. Frust, Hader und Freude. Gott schickt Gutes wie Böses. Er schickt den Baum, um Schatten zu spenden. Da kommt ein Wurm und sticht den Baum und er verdorrt. Das ist das Leben hier auf diesem verfluchten Planeten. Und das ist Anfechtung in der Evangelisation. Und wenn man mal auf die Reisen des Paulus guckt, dann weiß man, was ich meine, nicht? Paulus hat viel, viel Anfechtung erlitten. Paulus ging es richtig schlecht. Und da würde ich immer sagen, warum denn jetzt, nicht? Warum muss das jetzt so sein? Aber das Vertrauen auf den Herrn zeigt dann, dass es richtig ist, ihm zu folgen. Und zum Schluss jetzt, ich möchte jetzt zum Schluss kommen, keine Sorge, noch eine Ermutigung für euch alle. Vielleicht denkt ihr ja, naja, ich kann das ja alles machen. Ich kann das ja versuchen. Aber was ist, wenn ich was falsch mache? Was ist, wenn ich einen falschen Weg gehe? Nun, Paulus, der ist auch mal in eine falsche Richtung gegangen, nicht? In Apostelgeschichte 16 könnt ihr das zu Hause mal nachlesen. Ging erst nach rechts, da wird er gehindert vom Heiligen Geist. Geht er nach links. Und der Geist Jesu, das heißt die Gesinnung Jesu, verhinderte das. Da konnte er nicht weiter. Und dann sagt Gott ihm in einem Traum, geh geradeaus. Schönes Bild hat John MacArthur mal gezeichnet. Wir müssen in Bewegung sein, damit Gott uns zeigen kann, wo wir hin müssen. Ich kannte mal einen Bruder, der war arbeitslos geworden. Da sage ich, wie viele Bewerbungen hast du denn schon geschrieben? Ja, noch keine. Gott wird mir einen Job geben. Nein, du musst in Bewegung sein. Da müssen 50 Bewerbungen raus, damit Gott die richtige zeigen. So funktioniert das. Das heißt also im Klartext, wir müssen Gott vertrauen, dann wird er uns seinen Weg auch zeigen. Und jetzt zu den Fehlern. Was ist, wenn ihr einen Fehler macht? Vielleicht sogar bewusst. Vielleicht seid ihr ja so bockig wie Jona. Nee, will ich nicht. Mach ich nicht. Wisst ihr was? Gott kann auf unseren krummen Wegen gerade schreiben. Schöner Satz, finde ich. Seht man bei Jona besonders deutlich. Vielleicht sind von den Seeleuten welche zum Glauben gekommen. Ich glaube das. Wie kam das? Weil Jona so ein guter Prediger war? Nein, weil Jona abgehauen war, sonst wäre er gar nicht auf dem Schiff gewesen. Dadurch konnten die Seeleute das hören. Ich diene dem lebendigen Gott. Das heißt im Klartext, Gott ist nicht auf unseren Gehorsam angewiesen, um zu seinen Zielen zu kommen, nicht? Könnt ihr euch vorstellen, wie Jona ausgesehen hat? Ich bin ja nur Angler. Ich habe so manchen Hecht gefangen. Und manchmal habe ich aus dem Schlund eines Hechts so einen Fisch rausgeholt, den er kurz zuvor gefressen hatte. Der war dann so halb verdaut. Nun, bei Meeresfischen ist das so, dass die Verdauung langsamer funktioniert. Also Jona wurde nicht vollständig zersetzt. Aber die haben auch Verdauungshefte. Könnt ihr euch vorstellen, wie man nach 3 Tagen in so einem Fischbauch aussieht? Entweder so völlig überlappend, da gibt es auch Beispiele für, dass sowas stattgefunden hat, völlig überlappte Haut, wie so Schuppen, die so runterhängen, oder schneeweiß geätzt. Weiß ich nicht, aber eins weiß ich. Jona muss furchterregend ausgesehen haben. Furchterregend für die Menschen der damaligen Zeit. Jetzt geht er in diesem Erscheinungsbild nach Ninive rein, predigt, Ninive wird umgekehrt und predigt von seiner Geschichte vom Fisch, das wird er wahrscheinlich auch erzählt haben, einem Volk, was Dagon diente. Dag ist hebräisch, heißt Fisch. Dagon ist ein Fischgott, halb Mensch, halb Fisch.
Die waren völlig konsterniert von der Geschichte und von dieser Erscheinung. Und das benutzt Gott, um die Menschen in Ninive zur Umkehr zu bringen. Hat Jona das gemacht? Hat Jona das geplant? Jona hat nur Mist gebaut. Aber Gott benutzt ihn. Habt also keine Angst, dass ihr was falsch macht. Wer den wirklichen Wunsch hat, das Evangelium weiterzugeben, der kann auch ruhig mal einen Fehler machen. Der kann auch ruhig mal eine Chance verschlafen. Aber geh immer weiter, sei in Bewegung. Dann wird Gott dich in die richtige Richtung schicken. Und dann wirst du auch vor Anfechtungen bewahrt bleiben und die Kraft kriegen, weiterzumachen. Seid in Bewegung. Lasst euch benutzen. Denn der Handelnde, das ist nicht der Matze Koch. Das ist auch kein anderer Evangelist. Der Handelnde ist Gott. Amen.